begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TVB Stuttgart. Der HC Erlangen gewinnt dieses Heimspiel mit 31:25. In der Halbzeit stand es 15:10. Und auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den Gästetrainer des TBV Stuttgart, Jürgen Schweikart, unseren Cheftrainer Alassane Eyason und unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt. Ja, und wie immer geht das erste Wort an die Gäste. Herr Schweikart, wie analysieren Sie das Spiel? Guten Abend und euch herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Ja, im Prinzip verlieren wir das Spiel in den ersten 10 Minuten, nachdem wir dann 6-1 hinten liegen. So viele einfache Fehler im Angriff machen und eigentlich was möglich für uns gewesen wäre, sehr gut ins Spiel zu kommen, weil wir eine gute Abwehr hingestellt haben in dieser Zeit und aber im Angriff so viele einfache Fehler gemacht haben, dass wir das Spiel tatsächlich in dieser Phase verlieren. Wir kommen dann zwar immer wieder mal ran, haben kurz vor der Halbzeit die Chance, mit einem freien Wurf von links außen auf 2 Tore ranzukommen. Gelingt uns nicht und wir gehen dafür mit 5 in die Pause. Nach der Pause kommen wir auch wieder sehr gut raus, wieder auf 2 ran, haben dann, glaube ich, sogar mal mit einem Gegenstoß von Schimmelbauer die Chance auf 1 Tor heranzukommen, wo dann ein Stürmerfeuer gepfiffen wird. Und im Gegenzug sind es dann wieder 3. Also wir hatten immer wieder im Laufe des Spiels nochmal die Chance, zurückzukommen und ranzukommen. Das ist uns nicht gelungen. Aber ganz klar verlieren wir das Spiel in den ersten Minuten. Da müssen wir die ganze Zeit hinterherrennen. Und ja, in Summe waren es heute leider mal wieder zu viele einfache Fehler, vor allen Dingen im Angriff, die wir begangen haben. Dankeschön. Adli, wo lag deiner Meinung nach heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, mein Kollege hat das ja gesagt, in der Anfangsphase waren wir sehr präsent, auch wenn wir da viel in Unterzahl lagen. Katsianis mit sehr vielen guten Paraden, das Gegenstoßspiel war gut. Wir haben am Anfang Probleme gehabt in unserer Positionangriff, dann nach so auf die 10. Minute haben wir da einen normalen Flow bekommen, wo wir dann normal unsere Angriffszüge dann halt auf den Punkt gespielt haben. Wie gesagt, insgesamt auch auf die andere Seite, Jogi Bitter, jedes Mal, wo wir die Möglichkeit hatten, vielleicht noch weiter wegzuziehen, hatte uns immer wieder mit Nadelstichen halt einen Gegenstoß. Ich glaube, er hält heute alleine 5 rein, 1 gegen 0 in dem Situation. Aber in der zweiten Halbzeit, fand ich, waren wir auch sehr, sehr wach. Wir haben nur Probleme gehabt mit Dominik Weiß schon wieder und auch mit Schmidt, die sehr viel am Anfang in Kontakt treffen, wo wir zu weit auseinander und nicht kompakt genug gestanden haben. Aber ich fand mit der Einwechslung von Skoff und dann auch mit die Impulse von Dominik Mappes in den letzten 10 Minuten oder letzten 15 haben wir einfach die Hefte in die Hand genommen und das Ding sauber nach Hause gefahren am Endeffekt. Dankeschön, Adli. Kevin, wie lautet dein Fazit zum heutigen Spiel? Ja, ich denke, zum Spiel selbst wurde ja jetzt ausreichend von den Trainern schon analysiert. Mich freut es einfach, dass wir aus der Niederlagenserie, die wir hatten, auch aufgrund der Verletzungen gut rausgekommen sind. Wir wussten, dass mit Start zu Hause Leipzig in Bietigheim, dass das sehr wichtige Spiele für uns sind. Jetzt auch heute Stuttgart, da haben wir 3 aus 3 geholt. Ja, das zeigt einfach, dass die Mannschaft intakt ist, dass sie im Training immer Gas gibt. Das war auch so, als die Verletzten nicht da waren. Ja, jetzt geht es nach vorne zu blicken. Jetzt haben wir knapp eine Woche, uns wieder vorzubereiten auf Wetzlar. Das wird wieder ein ganz wichtiges Heimspiel, sodass wir uns dann wirklich auch nach hinten befreien können und in der Tabelle auch nach oben schauen können. Danke. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ja, was auffällig ist, Adli, ist, welche Entwicklung die Defensive vor allen Dingen genommen hat. Sie stand heute auch wieder wahnsinnig sicher um Petter Overby. War das letztlich auch heute wieder der ganz große Unterschied, den es gab? Auf jeden Fall. Wir haben nach der Statistik, die ich gesehen habe, alleine 9 Steals oder Ballgewinne aus dieser Entdeckung raus, was auch das Ziel ist mit dieser offensiven Ausstattung. Aber die Hilfsstrukturen, klar, machen wir Fehler, das sind 3 oder 4 Situationen, wo ich nicht so glücklich bin mit dem Abwehrverhalten, aber im Ganzen und Großen stehen wir da sehr, sehr, sehr kompakt und die Hilfsstrukturen werden immer klarer. Jeder gewinnt an Sicherheit und jetzt, wenn Hassan und Schröder auch langsam zurück sind, werden wir auch da in die Breite, weil das ist sehr, sehr intensiv, diese Arbeit, kostet sehr viel Kraft und ich glaube, das hat man auch gesehen in den letzten 15 Minuten, wo wir getauscht haben und gewechselt, Pera ein bisschen Pause gegeben hat, dass wir noch an Qualität gewonnen haben und wenn die wieder voll zurück sind, wird das, glaube ich, noch stabiler werden. Du
hast Dominik angesprochen, der in der letzten Viertelstunde, kann man sagen, Selbstvertrauen tanken konnte. Er kam frisch rein und hat die Chance genutzt. Ja, wie gesagt, wir wissen, was Dominik kann. Der ist ein Spielmacher, auch torgefährlich. Hat heute, glaube ich, auch 3-4 schönen Assist, hat das Spiel gut gelenkt. Und dann halt, wo er halt dann selber sein 1 gegen 1 oder seine Zweikämpfe gesucht hat und auf Tor gegangen sind, war das auch erfolgreich. Also ja, wir wissen, was er kann. Es geht einfach darum, jetzt nach seinen Verletzungen oder seinen Phasen, wo er viel gesessen hat, wo Nico Büdel sehr viel gespielt hat, dass wir einen Balance zwischen den beiden finden. Sind ja auch beide sehr unterschiedliche Spielmacher oder halt mit Dominik oder Nico beide auch auf Halb zu spielen. Aber das sind Phasen, wo wir momentan jetzt immer wieder sicherer werden und finden langsam so diese Mischung, wie wir die Qualitäten von den beiden halt nutzen können. Jetzt glaube ich punktgleich mit Wetzlar auf Platz 10 ist es jetzt einerseits eine schöne Momentaufnahme, andererseits aber vielleicht auch ein bisschen gefährlich, wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt. Wir haben jetzt die Spiele, die wir am Anfang gesagt haben, wegen dem Spielplan unterschiedlich. Das ist alles sehr dicht aneinander. Die Leistungsdichte in der Liga ist sehr, sehr eng beieinander. Das zeigt jetzt, glaube ich, Stuttgart ist jetzt mit 11 Punkten dann auf Platz 12, kann er sein? Weiß nicht, wenn wir auf dann einen Platz besser sind. Es ist sehr, sehr nah aneinander, 1-2 Siege hintereinander, dann kletterst du ganz schnell bis zum einstelligen Platz. Wenn du dann 3-4 Niederlagen hintereinander bist, du schon wieder unten da. Das heißt für uns einfach, unsere Aufgaben jetzt zu lösen. Jetzt kommt Wetzlar zu Hause, das ist auch nochmal dann ein Tabellennachbar, wo wir uns in die Tabelle halt nochmal überspringen können. Wir haben ja gute Zeit, jetzt zu regenerieren nach den hektischen 4 Tagen, die jetzt waren, und uns auf die nächste hektische Phase, die kommt mit 3 Spielen in 6 Tagen. Dafür werden wir jeden Einzelnen brauchen und natürlich für Wetzlar, die haben heute gewonnen, glaube ich, gegen Hannover, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann wird's, treffen sich jetzt 2 Mannschaften, die momentan ein gutes Erlebnis hatten. Herr Schweiger, das war ja zeitweise, sagen wir mal, etwas gallig. Das Spiel, es ging handfest zur Sache. War das allein der Situation geschuldet oder welche? Sie sind lang genug jetzt in Bittenfeld dabei. Welche Rolle spielt da noch so die alte Rivalität, auch aus Zweitliga-Zeiten noch? Oh, mir war das heute zu wenig gallig. Also ich fand es heute nicht gallig. Da haben wir schon andere Spiele zwischen Stuttgart und Erlangen oder zwischen Bittenfeld und Erlangen gehabt. Also ich habe das heute nicht so empfunden. Kevin, die sportliche Leitung hat ja immer gesagt, sie bewertet die Saison erst am Ende des Jahres. Das denke ich auch vernünftig, sieht man jetzt auch. Trotzdem vielleicht die Entwicklung jetzt nach diesen Spielen. Jeder hat immer gesprochen von diesem Dezember. Jetzt läuft es doch sehr souverän, dieser Dezember. Überrascht das ein bisschen oder ist es nur die Bestätigung der Arbeit und der Entwicklung? Nee, also wie wir auch immer wieder anführen, ist es ja so, dass wir wirklich im Spielplan ein bisschen Pech hatten. Wir hatten am Anfang alle von oben. Kam da ein bisschen unter Druck aufgrund der tabellarischen Situation, aber intern sind wir eigentlich ruhig geblieben. Klar kamen die Verletzten dann noch dazu und natürlich kommt es uns entgegen, dass wir jetzt bei den wichtigen Heimspielen oder gegen die direkten Konkurrenten ums Tabellenmittelfeld, dass da natürlich mit Hassan und mit Schröder jetzt auch unsere Alternativen zurückkommen, der Kader jetzt vollständig ist, bis auf Nikola Teilinger. Aber klar, wir standen unter Druck. Diese Spiele muss man dann auch erstmal gewinnen. Ja? Zu Hause in Leipzig, in Bielefeld, zu Hause Stuttgart. Das ist hier auch keine Laufkundschaft. Es gibt keine schlechten Gegner mehr in der Bundesliga, wo man im Vorbeigehen mal 2 Punkte mitnimmt. Deswegen sind wir natürlich froh, haben jetzt aber noch ein Hinrundenspiel mit Wetzlar zu Hause. Und danach können wir bewerten, wo wir stehen. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Wir sehen uns dann alle am nächsten Samstag um 20.30 Uhr wieder bei unserem nächsten Heimspiel gegen Wetzlar. Unseren Gästen wünsche ich natürlich noch eine gute Heimreise und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.